Wir haben plötzlich ganz viele Instrumente im Köcher, mit denen wir Krankheiten bekämpfen können. Aber wie wir das genau tun, hängt nicht nur von technischen Möglichkeiten ab. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage von, ich habe jetzt eine Impfung und wie wende ich die an, sondern das ist vor allem eine Frage davon, wie Menschen miteinander umgehen. Ich möchte ganz gerne ein bisschen einordnen, nicht nur die Epidemie, sondern auch die Epidemiebekämpfung. Und das, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, 2020, ist ja Teil einer eigentlich Jahrtausende alten Geschichte des Kampfs zwischen Mikroben und Menschen. Und in dem haben sich die Parameter massiv verändert in den letzten 50 Jahren oder so. Seitdem haben wir effektive Medizin. Das heißt, eine Gesellschaft entscheidet sich, dass sie gewisse Instrumente nutzt und um diese effektiv nutzen zu können, braucht es eine Art von Konsens und Interaktion. Das ist das, was wir am stärksten gesehen haben in dieser Epidemie, wo es eigentlich zwei Formen von Nachdenken über, wo kommen effektive Staaten her, gibt. Das eine ist so die Jean-Jacques Rousseau-Methode, wo man sagt, ich tue etwas und dann tut der Staat etwas im Gegenzug und wir brauchen eigentlich Konsens und ein gegenseitiges Verständnis und dann funktionieren Sachen sehr gut. Und das ist völlig anders als dieser Thomas Hobbes Approach, wo man einfach nur sagt, ein effektiver Staat, auch effektive Epidemiebekämpfung, hat vor allem was damit zu tun, wie stark ist dieser Staat, wie viele Gewehre hat er, welche Zwangsmittel kann er anwenden und setzt quasi jedem die Pistole an den Kopf und sagt, das machst du jetzt so und nicht anders. Und bei diesem Streit von der Systeme, ja, beide Möglichkeiten gibt es ja, und die sind nie völlig gegenseitig sich ausschließend, sehen wir eigentlich, dass dieses Konsensmodell insgesamt sich besser verträgt mit einer langfristig effektiven Bekämpfung. Das ist aber nicht, lesen solche Probleme heute und kommen aus ihrer gewählten Strategie eigentlich nicht mehr raus. Und ich möchte ein bisschen die Gelegenheit nutzen, darüber zu reflektieren, was lernen wir eigentlich über effektive Staaten, effektive Bekämpfung von Pandemien aus den Erfahrungen der letzten Zeit im Kontext von, wie haben wir das in den letzten 1000 Jahren gemacht, was hat da funktioniert. Und da haben Zwangsmaßnahmen teilweise besser funktioniert, aber halt auch nicht richtig langfristig und nachhaltig. Warum ist die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel so wichtig? Und warum wird uns diese Fertigkeit den Weg aus der Pandemie erleichtern? 7 anerkannte Verhaltensökonominnen und Wissenschaftlerinnen haben in ihren aktuellen Forschungsarbeiten Antworten auf diese Fragen gefunden und werden diese mit Ihnen teilen und diskutieren. Hans-Joachim Voth, was können wir aus der historischen Evidenz früherer Pandemien für unseren postpandemischen Weg lernen? Felix Oberholzer-Chi spricht über strategische Werkzeuge, die uns helfen, mit Kreativität zu jenen neuen Strategien zu kommen, die den Perspektivenwechsel inkludieren. Raffaella Sadun zeigt uns, warum gerade soziale Kompetenz eines der wichtigsten Tools für CEOs sein wird, wenn sie postpandemische Strategien erfolgreich implementieren wollen. Süle Alan und Göste Korecikulu Ijakuglu präsentieren ihr Experiment Improving Workplace Climate in Large Corporations. Die Ergebnisse zeigen, warum Vertrauen in der Arbeitswelt eine zentrale Rolle spielt. Matthias Sutter teilt seine Ergebnisse zu Leadership und Perspektivenwechsel mit Ihnen und diskutiert die wesentlichsten Prinzipien, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Ernst Fehr, der führende Verhaltensökonom, wird diesmal ganz praktisch. Er spricht über eine evidenzbasierte Toolbox, die einen erfolgreichen Perspektivenwechsel ermöglicht. Ergänzt wird dieses postpandemische Strategiepaket durch 6 Praktikerinnen. Sie teilen mit Ihnen Erkenntnisse und Erfahrungsberichte zu evidenzbasierten Werkzeugen, die Sie in Ihren jeweiligen Unternehmen bereits ganz konkret angewendet haben.